Machen wir, dass wir hier rauskommen. Scheiße. Cool. Wir haben was getötet. Aber ist er wirklich tot? Oder kommt der Lensch wieder? Also ich habe schon mal so was angetastet, wo ich dachte, dass es tot wäre. Und da haben sich die, da hat sich's noch bewegt. Gut, dann lass hier weitergehen. Okay. Hier wieder ein Raum mit Hinweisen und Shit. Hier sind überall einfach so random Löcher im Boden. Das ist nicht wirklich vertrauenserweckend, ne? Also, ist auf der rechten Seite was? Hier hinten ist was, ja, dieses Tor, aber das ist wahrscheinlich der Ausgang, ne? Ich glaube, ja. Oh boy. Ne, hier ist glaube ich nichts mehr. Komm mal. Gitterstäbe, ne? Die waren im Knast. Sind wir jetzt im Knast? Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Finden wir Mary? Ja, aber wahrscheinlich ein Zombie. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Und du packst es ein. Na, aber das kann ja auch nicht schaden. Also. Ich glaube, das war eine... Ja, weißt du, das würde ich nicht falsch. Ja, das kann nicht schaden. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Sehe ich hier? Oh, hier sitzt einer. Ich sehe einen Dude mit einem Schlangen. Mit einer großen Schlange. Ja, diese Statue, ne? Autopsienotizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich der Organismus von Angst? Jagt Opfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe. Ich habe hier noch so einen Zettel in so einer Zelle gefunden. Der wahrscheinlich wieder unleserliche Informationen hat. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich. Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch unleserlich. Sie möchte unleserlich. Und dann Rückseite. 1. Januar 47, 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen in diesen, mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus. Achso, ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen. Und wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen von hier nicht entkommen. Okay. Ich habe hier einen Toten auf dem Boden sitzen. Das war wahrscheinlich Mary. Die bewegt Zelle sich da? Gleich. Ja. Nee, das habe ich mir eben auch schon angeguckt. Das war Safe Mary, oder? Also. Ist ja so beschrieben in der Storyline. Hast du das hier schon angeguckt? Ah, hier ist ein Foto, ne? Achso, das ist die Schlange. Ja, genau, das ist der Mann mit dem... Aber ich habe hier noch was. Ja, das ist eine Statue. Die stehen hier überall rum. Nein, ich habe hier einen Block. Ja, aber das auf dem Foto, meine ich. Achso, ja, das war ein Joke auch vorher. Was ist das? Was immer die Viecher sind. Sie trinken Blut. Vampire. Nein, nicht nur Blut. Adrenalin. Sie ernähren sich von der Angst ihrer Opfer. Sieht nicht so aus. Mm-mm. Das kriegen sie echt gut hin. Ich muss da gleich was lesen. Ich warte nur, bis der Text durch ist. Was macht er da? 1930. Temperatur und Puls gefährlich hoch. Willst du einen Witz hören? Nein, ich will was vorlesen. 1930. Temperatur und Puls gefährlich hoch. Über 38,3 Grad, 170 Schläge pro Minute. Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft, Salzversorgung niedrig, Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. Mhm.
Er rät zur OP zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M würde das nicht überleben. 20:10 Uhr, Temperatur 38,6. Patientin wird immer schwächer. Weitere Bewegung unter der Haut. Parasitärer Organismus. Eintritt des Todes 20:13 Uhr, 3 Minuten später. Krass. Ja, ne? Ich habe hier noch einen Stein gefunden hier in der Ecke. So ein, da sind Onyx. Überall Steine, Babe. Ja, aber hier in dieser Kiste ist so ein schwarzer Onyx. Schwarzer Onyx? Ja, aber nicht das Pokémon. Oh! Oh! Ich hatte vorhin so eine Steintafel, so eine Lehmtafel gesehen, die am Boden lag, wo stand, dass da was fehlt. Und da waren so Dudes, die quasi zu einem Loch hochbeten und Salim meinte, das soll wohl die Sonne sein und da fehlt halt etwas drin. Und das sieht aus, als wäre der Stein da drin gewesen. Als würde der da reingehören. Hab ich gerade Babe genannt? Nee, musst du dir eingebildet haben. Hm. Well. Aber warum würden sie zu einer schwarzen Sonne beten? Sonnenfinsternis? Ja, ja, das haben wir ja gesehen. Das war ja quasi ein Prolog. Jo, stimmt. War ja quasi Sonnenfinsternis. Als sie quasi die Leute da angegriffen haben, war ja Sonnenfinsternis. True, true. True. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du? Hallo, Fluffy. Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Hey, runtergehen ist nicht so eine gute Idee. Alter! Das Wasser sieht auch krass aus, aber ich meinte eigentlich deinen Rülpser. Ja. Der war gut. Deine Frau? Der Geschmack in der Backe. Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Oh. Die meisten Menschen sind gut. Hey, der Tata. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Ich weiß ja noch nicht, wann man mal nichts sagen soll. Ja. Irgendwie habe ich immer Bock, da immer was zu sagen, so nach dem Motto. Mach ich auch. Salim könnte auch Philosoph sein, finde ich, mit den Meldungen, die er da macht. Ich finde, so wie die reden, merkt man halt, dass sie kulturell auch ganz anders aufgewachsen sind. Mega gut gemacht. Es ist richtig gut gemacht. So. Die nächste Spannung. Das ist wie eine Grotte, ey. Batman oder? Ganz schöne Wundertüte hier. Boah, das sieht nicht so gesund aus. Das ist so dieser Punkt, an dem solche Spiele absurd werden. Was hältst du davon? Sowas jetzt? Hab ich noch nie gesehen. Honestly? Das ist der Punkt? Hast du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen?
Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Booten bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Da muss ich ihm ausnahmsweise mal recht geben. Dem Amidot. Aber so typisch, dass jetzt gerade wieder die Viecher ankommen, ne? Wo es darum geht, ob man da runter geht oder nicht. Ja, klar. Aber ich würde halt vielleicht eine Atemschutzmaske suchen. Ich habe übrigens gelesen, dass sie diesen, dass die Forscher den gebaut haben, den Aufzug. Um zu entkommen? Ja, um da runterzukommen. Wir müssen uns gefühlt ein bisschen beeilen, habe ich das. Ach, findest du? Ja. Also in so einem Aufzug würde ich niemals runterfahren. Holy shit. Ja, ich würde ehrlich gesagt auch gar nicht erst in den Krieg reisen, freiwillig. Um dann so in ein Loch zu versinken. Das stimmt. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Dankeschön, DST9. Lieben Dank für den Sub. Verschlungen haben. Das ist sehr lieb. Rachel hat zurück ans Licht gefunden. Schade, dass ihr Mann nicht dort war, um sie zu empfangen. Hm. Stimmt, wo sie eigentlich nur jetzt? Nur ein Name steht im Buch. Das ist zu verschmerzen, in Anbetracht der Umstände. Hoffen wir mal, dass Sergeant Kay nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Der hatte gerade ein Skelett, ne? Ein Skelettkopf. Eine Sekunde lang. Im Blitz. Echt? Habe ich nicht drauf geachtet. Oh, Gott sei Dank. Oh, Licht. Nochmal? Ich will die ganze Zeit ein Eis holen, aber ich will nicht aufstehen. Was denn noch? So bin ich. So gehe ich damit um. Und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich kann's bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Und jetzt lass uns bumsen. Sie regeln das. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Er ist ein bisschen sehr nah dran gerade. Er fällt gerade in irgendwelche Skelette rein. Beherrsch dich.
Sind wir getrennt? Weiß ich noch nicht. Sieht nicht so aus. Jason. Dankeschön, Lars, für den Jason, Tag. Bist du da? Dankeschön. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Dankeschön, Zucker. Well. Erstmal rumknutschen. Jetzt vielleicht nicht die Zeit zum Knutschen. Honestly. Oh, lol. Oh, scheiße. Nicht das Kreuz. Das Kreuz hilft nicht. Oh mein Gott. Wie der hinterher sprintet. Aber er macht eigentlich nichts, ne? Ja, gut, doch, er hat dich gewürgt vorher. Ich finde den viel gruseliger als die Fledermäuse. Ja, ja. Weil er auch so richtig Augen hat und so. Ja. Und weil er so overexcited rennt. Rennen. Oh, fuck. Er macht doch nichts. Nee, nee. Hier waren wir schon mal. Oh, oh. Oh, scheiße. Nein, was tust du denn? Ich hab voll gepennt. Alter, du bist safe infiziert jetzt. Junge, man muss den ganzen Tag nichts machen, dann habe ich kurz gepennt. Aber den hat es zerlegt, ne? Ich bin mir da nicht so sicher. Der ist 40.000 Jahre alt, der stirbt doch nicht nur, weil er hier runterfällt. Das bewegt sich jetzt safe. Da, sag ich ja. Es war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Dankeschön, Mafraz, für die 11 Monate. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Nee, nicht jetzt. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht. Alter. Ich heute sterbe. Da waren die Männer immer über scheiß Gefühle reden. Wir wissen, wo wir stehen. Für uns gibt es eine Zukunft. Mit Eric ist es schon ein Jahr aus. Rachel. Liebst du mich? Junge! Marlene hat ein Herz. Gefällt mir. Wir sterben hier unten gerade. Du bist so voller Blut, Alter. Ich liebe dich. Hallo, Clappy. Mirala. Jetzt Bums. Dafür ist echt keine Zeit gerade. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Dann hör auf zu reden. Ja. Ja, aber ich glaube, das war jetzt echt blöd, dass er da die Schramme bekommen hat. Er lebt noch. Ja. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Ich habe auch eine Befürchtung mit der Schramme. Fuß, alles klar. Muss auch irgendwann warm werden. Das sind Fuß, nicht Meter. Nee, aber 3 Fuß sind 1 Meter, oder? Ja, ich habe schon viel krankes Zeug gesehen. Aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Wollen wir warten?
Ich will ganz kurz mir ein Eis holen. Ich habe richtig Bock auf ein Eis. Willst du auch eins? Nee. Aber da ist eine Steintafel. Das war ein böser Witz. Das war ein Witz. Okay, so Ärger. Okay, ich möchte bitte keine Fackel erzünden. Wo bist du denn? Ich habe hier eine Platte hinten gesehen. In der Ecke. Oh. Wir wollen Salim nicht verlieren. Salim ist krass. Du willst ihn nicht verlieren. Ist ein cooler Typ. Ja, ist dieser Kokon. Ekelhaft. Mein Chat mag Salim auch. Wir sind alle Salim-Fanboys hier. Okay. Ich will nicht so viel drüber nachdenken, was das alles hier am Boden ist. Aber ich finde es noch ekelhafter als Spinnennester und das muss was heißen. Kalle, Ja, ich seh's. Aber sie hat kein Loch im Bauch, ne? Ist nicht Alien. Oh, und hier ist noch was. Ah, hier sind lauter Notizen. Ja, liest du mal. Hier sind noch mehr so Kokons. Das ist so eine Taschenuhr, die ich gerade gefunden habe, tatsächlich einfach nur. Oh, mit einem Bild von der Frau. Hudson? Ah, Mary. Seine Frau vielleicht? Wäre das auch wahr. Sie hätten im guten alten England bleiben sollen. Das gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Ihm half's nicht. Ah, scheiße. Ich habe das Tagebuch von Randolph Hodgsons gefunden. Und alle Seiten sind rausgerissen. Alle? Ja, also die liegen ja hier überall rum. Die haben wir jetzt immer was gefunden zwischendrin. Kannst du was lesen? Also, nee, es sind halt keine Seiten drin. Oh, lustig. Also wahrscheinlich wollte irgendjemand nicht, dass wir das finden. Oder dass das gefunden wird. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich unleserlich. Wenigstens das schulde ich ihr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage, zeigt die Mary, an die ich mich erinnere. Nicht diese unleserlich. Okay, ich hab Text. Jetzt wird's spannend. Ich darf nicht so enden. Es ist alles Lady Broadshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihnen geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Hutchins gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zelderring. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, als ob jemand oder etwas auf das vergossene Blut reagieren würde. Okay. Also ich wäre echt angepisst, wenn mich hier jemand absichtlich reinlockt. Und so bestimmt ist sie jetzt auch so Brutmutter geworden. Brutmutter. Ja, die müssen ja irgendwo herkommen, die Leute. Ah, Zeltering, nicht Zeldaring. Was habe ich vorgelesen? Ich weiß es nicht. Was ist das für ein riesiges Ding? Wie tief ist diese Scheiße? Ja, gleiche Frage. Alter. Wie aus das sieht, ne? Wie aus das sieht? Ja.
Das ist ein Raumschiff. Nee. Klar. Kann nicht immer ein Raumschiff sein. Alien! Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehne ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Hörst du das? Was höre ich? Da kriecht was rum. Das hat gedonnert. Rein, Jason? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Worauf warten wir dann noch? Machen wir sie fertig. Bisschen kitzeln. Dafür müssen wir erstmal von dem Plateau hier runterkommen. Boah, ich halte das nicht für so eine gute Idee. Mit einer scheiß Brechstange da, ey. Hey, ich hab was getötet. Wie viele hast du getötet? Auch ein paar bestimmt. I doubt it. I doubt it. Was ist das denn? Das ist ein Raumschiff. Todesstern. Das ist ein Raumschiff. Todesstern. Das sieht aus wie so Raumschiffrohre da rechts. Todesstern. Ja, so dumm. Oh, Feuerwerk. Was ist das? Synapsen. Da ist einer. Der pennt noch. Ja, ich meinte Triebwerke. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Hallo, Lalina. Das ist sowas von ein Raumschiff. Bleib bei mir. Gib zu, dass ich recht hatte. Sieht eher aus wie bei den Necrons von Warhammer 40k auf dem Planeten. Mhm. Finde ich. Von hier kommen diese Viecher wohl her. Scheint so. Fragt sich nur. Zur Hölle sind sie. Sind das Sitze, auf denen die reiten? Das sieht aus wie so ein Steuerinterface. Hm. Das ist ein Steuerinterface.
Wir sind quasi in einem Cockpit. Bleib bei mir. Hä? Ich geh nirgendwo. Wir sind in einem Cockpit. Safe. Das sieht nicht aus wie ein Cockpit. Natürlich. Hier hast du zwei Dudes, die auf so einem Steuerinterface sitzen. Und auf der anderen Seite haben wir das gleiche nochmal. Hier. Und hier in der Mitte ist irgend so eine Karte oder irgendwas anderes, womit du... Das ist ein Cockpit. Und da vorne war wahrscheinlich früher eine Glasscheibe. Also so eine Brücke ist das, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, Cockpit sieht ein bisschen anders aus. Ja, aber also von einem Raumschiff quasi, der Steuerbereich. Mhm. Oh, Fledermäuse. Wir können hier nicht anhalten, das ist Fledermausland. Sieh mal. Was hältst du davon? Dieser Ort könnte schon seit tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Sie haben uns erschaffen. Wir sind die Eindringlinge. Oh. Das hat volle Prometheus-Vibes. Salim, sieh mal hier. Klingt wie Musik. Da, wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, da kann man bestimmt die Viecher steuern. Eine Sprache, vielleicht. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Sieh dich nur um. Diese Dinger sind intelligent. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Ups. Hier runtergehüpft. Alter. Salim. Sieh mal hier. Eine der Kreaturen. Nur älter. Uralt. Es ist aber tot, oder? Nicht. Nicht anfassen. Marius. Mach du doch. Weichei. Was? Oh, RIP. I saved your assos. Mein was? Ich hab deinen Arsch gerettet. Ah. Danke. Ich das habe. Die Kreatur ist versteinert. Sie muss Millionen Jahre alt sein. Das angucken? Ja, weiß ich nicht. Aber ich hatte recht. Womit? Naja, dass das Cockpit, also dass das so Steuerdinger sind. Steuerinterfaces. Wir sollten Wissenschaftler werden. Ich kann diese wundervollen Zeichen in diesem Spiel, das darauf ausgelegt ist, dass man Zeichen deuten kann, deuten. Okay. Alter, was ist das für eine dicke Hütte da hinten? Oh. Oh, die sieht doch noch ganz gut aus. Hälfte. Der ist konserviert, ne? Mhm. Ist das krass. Schau ihn an. Die Rüstung. Totaler Methusalem, der Kerl. Oh. Den hast du... Oh, Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun?
nicht so bleiben. Ja, nun, er hatte Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein! Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Der ist 3000 Jahre alt, ne? Do it. Heute hat er Leute im Montag. Just do it. Ja. Konntest du es jetzt entscheiden? Nee. Das war der Dude, den ich gespielt hatte am Anfang, glaube ich. Der ausgebrochen ist aus dem Gefängnis. Ja, mit dieser Kette und so, ne? Und den Namen im Gesicht. Hier lang, ne? Also, mich holt die Story mega ab. Ja, schon für meinen Geschmack ist ein bisschen zu wenig selber spielen. Tatsächlich. Sorry. Mann. Na los, komm hoch. Das sieht ultra gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin so neidisch auf dein Licht. Andererseits USA. Kann ich mit dem Licht auch echt nicht umgehen. Das hatten wir ja schon. Oh, hier laufen irgendwelche Leute lang. Hä? Dankeschön, Mighty, vielen Dank. Vielleicht sind die dumm geworden hier in den letzten 3000 Jahren. Oder halt, nee, die sind ja schon Millionen Jahre her, also anders. Wollen wir den wieder anfassen? Bitte, das Gefühl, wenn wir die, naja, wenn wir die alle töten, bevor sie wieder aufwachen? Naja, geht nicht. Naja, die sind ja schon zerstört, die wachen ja nicht mehr auf. Die sind ja versteinert. Der hätte einen Zahnarzt gebraucht. Keine Reißzähne. Siehst du das? Der Knochen ist gebrochen, wo sie sein sollten, als seien sie von innen herausgebrochen. Was meinst du? Wir kennen nix. Vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire. Sie wurden infiziert. Das waren vielleicht mal Menschen. Aber Vampire... Dankeschön, Presley. Ich bin ja auch so nicht so geboren, oder? Dankeschön. Ja, du. Ich weiß gar nichts mehr. Wir haben gerade mit einem Dude angeguckt, der 4000 Jahre alt ist und lebt. Wenn man das Leben nennen kann. Salim. Was ist los? Jackpot, würde ich mal sagen. Alter,